Ja, liebe Taubenfreunde, heute ist 1. Juli, circa 20 Uhr oder nach 20 Uhr. Die Taube ist gerade auf dem Hof gelandet. Die war die ganze Zeit da oben. Ich versuche ihn zu fangen. Vielleicht, wenn er. Wo ist er? Ja, da ist er. Ja, der ist sehr erschöpft. Ich will ihn zurück zu. Oh, bitte nicht, bitte nicht. Bitte nicht. Dahin. Genau da. Da. Vielleicht. So ist er hier gelandet. Für die Tür zu, ihn zu fangen. Dann jetzt ist der Zeit. Dann gehen wir hier raus. Genau so ist es. Der sieht Jungtier aus. Der Ringnummer. Mal schauen, ja, wie ich gesagt habe, junge Taube aus Niederland 2022, 8 3 7 7 5 7 und 1. Das ist auch eine, wie ich gesagt habe, eine Brieftaube mit Chip drauf, aber leider keine Handynummer. Ich wiederhole nochmal, das ist ein niederländische Taube, Baujahr 22. Und ja, vielleicht sieht man hier jetzt besser 8-3, dann kommt 7-7, dann kommt 5-7 und am Ende ist 1. Ja, so eine junge Brieftaube, circa. Ja, 1,5 Jahre alt bestimmt. Ja, sauber, sieht gesund aus. Oh, da, ne, der sieht nicht okay aus. Der wurde angegriffen. Hier ist die Verletzung. Aber genau detailliert muss ich das später auch ein Video drehen, um euch zu zeigen. Also die Taube habe ich bei mir jetzt. Ich werde den Futter und ein bisschen was zum Trinken geben. Da werde ich vielleicht auf den aufbewahren, halten, solange der wieder okay ist. Ich muss schauen, ob der fliegen kann, denke ich mir nicht jetzt. Vielleicht in einer Woche oder in einem Monat kann der wieder fliegen. Und dann, ja. Also falls jemand den Besitzer kennt oder weiß, dann kann er sich gerne bei mir melden. Bis zum nächsten Mal. Ciao.